Die diesjährige Staatsmeisterschaft im Eisstockweitschießen musste kurzfristig nach Stanz im Mürztal verlegt werden. Bei minus 10 Grad und strahlend blauem Himmel konnte der Bewerb reibungslos abgewickelt werden. In der Vorrunde der Staatsliga kämpften 15 Teilnehmer um die Qualifikation der 10 Plätze in der Finalrunde. Startnummer 1, Genser René vom ESV Sebersdorf. Staatsmeister 1998, Europacup Zweiter und Mannschafts-Vize-Europameister 1999. Teilnehmer 2, Gotthard Christian von Vorwärts Köflach. Startnummer 3, Thaler Peter vom EV Schladming, seines Zeichens Briefträger. Böse Zungen behaupten, er sei am Vortag übermalig abgestürzt. Teilnehmer 4, Wilhelm Husarek vom ESV Union Grafendorf, Weltmeister 1987, Vize-Weltmeister 1990, 94 und 98, Europameister 1989 und 1990, elffacher Staatsmeister. Startnummer 5, Supernitsch Otto vom EV Schwarzach Mark, vierfacher Salzburger Meister und Bundesligameister. Startnummer 6, Enzmann Hubert vom ESV Ertl, Bundesligasieger und Vize-Landesmeister. Startnummer 7, Weichinger Markus vom ESV Landsteiner Allersdorf in Niederösterreich. Vize-Weltmeister mit der Mannschaft in Graz, Staatsmeister, mehrfacher Landesmeister, Landesmeister U16, U18, U21, dritter Platz U18 bei den Europameisterschaften, mehrfacher österreichischer Meister U16, U18, U21. Startnummer 8, Gruber Johann vom ESV Mönchwald. Sechsmal Staatsmeister, zweimal Europameister, dritter bei der WM. Teilnehmer 9, Lothar Moser Robert, EV Pfarrwerfen in Salzburg. Startnummer 10, Leo Alexander, EV Schüttdorf in Salzburg. Startnummer 11, der jüngste im Feld, Patsch Bernhard vom EV St. Johann. Vierfacher Nachwuchs-Europameister, Staatsmeister, zweimal Bundesligameister, zwölffacher österreichischer Meister und das mit 20 Jahren. Startnummer 12, Kulmhofer Peter vom ESV Union Weißeneck, Europameister 1994 bei den Junioren. Startnummer 13, Golubic Armin vom SGS Spital an der Drau. Oh.
Teilnehmer 14, Sommerer Alexander vom EV Mittersil in Salzburg. Teilnehmer 15, Knabel Manfred vom ESV Massing in Kriegach in der Steiermark, Juniorenstaatsmeister 1990. In der Finalrunde der Herren, wo es gilt, unter die ersten vier und somit ins Semifinale vorzustoßen, wurden die zwei weitesten Versuche der Vorrunde und der Finalrunde zusammengerechnet. Dabei hatte Otto Supanic mit über 5 Meter gegenüber Willi Husarek die Nase vorn. Mit Alexander Sommerer auf Rang 3 und Johann Gruber auf Platz 4 war das Semifinale komplett. Semifinale, wo der Erstplatzierte gegen den Vierten und der Zweite gegen den Drittplatzierten spielte, siegte Otto Supanic gegen Johann Gruber mit 327,89 zu 311,45 Meter und zog damit ins Finale ein. Im zweiten Semifinale besiegte Willi Husarek Alexander Sommerer. In der Konkurrenz um Platz 3 siegte dann Johann Gruber gegen Alexander Sommerer mit 332,12 und 319,82 Meter.
nun zum großen Finale, wo Otto Supernitz und Willi Husarek um den Staatsmeistertitel ringen. Bürgermeister zur Siegerehrung alle recht herzlich begrüßen und willkommen heißen. Die Staatsmeisterschaft ist also ausgetragen. Wir wissen, wo der Sieger also herkommt. Er kommt aus Salzburg. Ich darf ihn herzlich dazu gratulieren. Ich möchte aber auch allen anderen Schützen, die mitgewirkt haben, herzlich danken für das Kommen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Für unsere Gemeinde war es sicherlich eine Ehre und eine Auszeichnung, dass diese Staatsmeisterschaft hier bei uns stattgefunden hat. Ich darf nochmals den Organisatoren und dem Verein herzlich danken, dass sie zu uns hierher gekommen sind. Herzlichen Dank für hier heute. Es war wirklich wieder großartig und vor allem darf ich danken im Namen des Bundesverbandes, auch der hiesigen Gruppe Stanz, dass sie das so kurzfristig, so großartig organisieren konnte und den Stanzern, dass sie das auch alle so unterstützt haben. Ja, als offizieller Delegierter des Bundes der österreichischen Eis- und Stocksportler muss ich mich auch auf das Allerherzlichste bedanken. Staatsmeisterschaft im Weitenbewerb der Herren. Erster und Staatsmeister Supernitz Otto vom e.V. Schwarzach-Markt mit einer Finalweite von 346,19 Meter. Zweiter Husarek Wilhelm vom ESV Union Grafendorf mit 342,88 Meter. Steiermark!
Dritter Gruber Johann vom SV Union Mönchwald mit 332,12 Meter.